Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen hier auf dem YouTube-Welt. Wir schauen uns heute The Long Dark an. Ist noch aktuell in der Sandbox Alpha. Es gab da schon mal einige Teile auf dem YouTube und ich habe beschlossen, das jetzt hier nochmal weiterzuführen oder vielmehr nochmal reinzuschauen. Hier bei winterlicher Weihnachtsatmosphäre. Und ich will mal schauen, ob ich meinen alten Spielstand noch weiterspielen kann. Story-Modus gibt's noch nicht. Das kommt ja später. Sandbox. Genau. Das können wir weiterspielen. Oder fange ich Neues mit euch an? Ich glaube, wir fangen Neues an. Das macht sicherlich Sinn. Vielleicht schauen wir hier später nochmal rein, aber damit er überhaupt mal so das Spiel, wenn er es noch nicht kennt, einfach mal versteht das Ganze. Ne? So, wir haben jetzt hier drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Schleicher, dein Untergang wartet hinter jedem Hügel, jeder Hütte und jedem Baum. Nur mit deinem Geschick und deiner Entschlossenheit bringst du... Was? Bringst du dem gefräßigen Tod Stunden um Stunden ab? Nee. Also hier ist es jetzt so, dass die Tiere alle friedlich sind. Ne? Kann man in Ruhe erkunden und so weiter. Und hier ist es so, dass man schon aufpassen muss. Du bist ein Entdecker, zu gleichen Teilen Jäger und Gejagter. Die Welt gibt dir nichts geschenkt, doch mit der Zeit machst du sie dir untertan. Für Spieler, die einen anspruchsvollen, aber gutartigen Mix aus Erkunden und Survival bevorzugen. Ob das so richtig ist, ich weiß es nicht. Also können wir den Rätseln sie jetzt nehmen. Die Küstenstraße. Idyllisches Tal. Trostlosigkeit. Okay. Fortgeschrittene Spieler. Einige wichtige Unterkünfte haben wir erst. Okay, Wolfsberg. Okay, also ganz hardcore wollte ich jetzt auch nicht. Wenigen wichtige Unterkünfte. Und zahlreichen Unterkünften und Ressourcen. Ich nehme mal das hier. Und wir sind männlich. Platz zum Auswählen. Simon. Okay. Also, wir sind mit dem Flugzeug abgestürzt und es gab einen geomagnetischen Sturm, der dafür gesorgt hat und wir müssen hier halt in der Wildnis überleben. Keine Liste von Dingen, die zu erledigen waren, der Tag nicht selbst über sich hinausweisend. Die Stunde, es gibt kein Später, das ist später. Alle Anmutige und Schöne, das einem am Herzen liegt. Schade, ich habe es nicht geschafft. Gut, und hier sind wir in der Kälte. Es gab einige Updates, deswegen weiß ich nicht, was alles so neu ist. Das ist da unten links, das Zeichen, das kenne ich jetzt auch nicht. Das heißt aber, ich glaube, wir sind ein bisschen windgeschützt. Und ganz klar, wir müssen jetzt hier... Also ein Unterschlumpf wäre ganz gut. Also es geht einfach darum, du musst hier Survival, ganz klar, überleben. Ne? Wir müssen halt Nahrung finden. Wir brauchen Wärme. Müssen uns Klamotten reparieren und ist verdammt kalt. Wir müssen uns natürlich auch vor Wölfen in Acht nehmen und den nehme ich mal mit.
Können wir dann gut Feuer mitmachen. Okay, das gab es früher noch nicht, dass man hier so Stöcke einsammeln konnte. Deswegen war ich gerade ein bisschen erstaunt, was diese Dinger hier wohl sind. Okay. Okay, ich habe noch keinen Ball, sonst könnte das Ding jetzt ziemlich klein hauen. Ja, was ein bisschen. Also die Karte hier kenne ich schon. Aber wir können natürlich, wie gesagt, dann später auch gerne mal eine andere. Cold is making my head feel thick. Ja, stell mich so an. Moment, wir brauchen jetzt einfach ein bisschen Holz, damit wir uns dann, wenn wir uns das irgendwo auch niederlassen, dann auch so ein bisschen was dabei haben einfach, ne? Okay. Hier nochmal. So cold. Just when we lay down for a bit. Nein, 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 nicht den Ding. Okay, wir gehen erstmal weiter. Da hinten ist das irgendwie so ein. Ich glaube, wenn wir da oben diesen. Da geht ja ein Weg hoch. Und ich meine, da oben war auch irgendwie was. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht, wie spät es ist. Geht es die Sonne auf oder unter? Auf jeden Fall, immer wo hier diese Vögel kreisen, da liegt auch eine Leiche. Da können wir mal gucken, was wir bei der finden. Ist zwar makaber, aber hilfreich. Leer, nichts drin. Verdammt. Okay, man kann mittlerweile auch Pfeile basteln. Gibt also dann auch logischerweise einen Bogen. So, wir könnten ja später auch hierher zurückkommen. Da ist noch eine Leiche. Der Arm ist erfroren. Die Dornenjacke ist natürlich schon mal eine tolle Sache. Ich habe nichts an, oder? So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich mich immer zurechtfinde. Also hier habe ich so einen Sortierungsmodus für Klamotten. Und woher weiß ich jetzt, was ich anhabe und was nicht? Das ist jetzt die Jacke, die wir gefunden haben, ne? Ich ziehe die mal an. Achso, die Haken dran sind, das habe ich an. Okay, alles klar, habe ich dann doch ein bisschen was an. Ne? Wir können natürlich auch hier sehen, ob ich es unterkühlt. Aber Hunger ist noch in Ordnung. So. Ja, wir hatten gesagt, wir gehen hier mal hoch, ne? Ich laufe jetzt einfach mal. Man muss auch sehr aufpassen, dass man nicht irgendwo, also jetzt schnell läuft und er dann stürzt. Wenn man sich irgendwas gebrochen hat, dann ist es quasi schon so gut wie aus. Das heißt, man hat natürlich irgendwas dabei, um sich zu verarzten. Ja, die spannende Frage ist, wie lange werden wir überleben? Wie lange halten wir durch? Du kannst ja die beste Ausrüstung haben, dass du alles gefunden hast. Es gibt ja auch Waffen, die man finden kann. Und dann urplötzlich springt hier ein Wolf in den Nacken und das war's. Fliegen die da unten nicht, das ist auch noch eine Leiche, aber
Die interessiert uns jetzt nicht. Wir wollen weiter nach oben. Ich hoffe, es ist die richtige Entscheidung. Ich bin mal ziemlich sicher, dass da oben irgendwie was war. Man sieht hier auf jeden Fall laufen, wie unten unsere Prozente wieder runtergehen. Ganz allein. Zu kalt. Gerade schon, ich falle runter. Hier oben wird es natürlich kein Holz mehr geben. Genau, diesen Aussichtsturm. Ich meine, so als Basis wäre das schon nicht schlecht, aber wie gesagt, wir haben jetzt hier natürlich nichts weiter. Da liegt noch eine Leiche. Die schauen wir uns nochmal an. Wir werden nicht selbst irgendwann so wie unser Freund hier. Meine Fußstapfen. Okay. Aber der Tag bricht an, oder? Ich habe das Gefühl, dass die Sonne weiter nach oben geht, aber ich sollte mich erstmal aufwärmen. Denn es unterkühlt. Das ist nicht gut. Achso, das ist das links, das ist so ein rotes Symbol, das ist glaube ich eine 1 daneben. Das ist dann Stufe 1 Unterkühlung und wahrscheinlich gibt es da mehrere Stufen und umso höher, desto schneller geht das Ganze. So, okay. Schon sicher. Könnt gerne mal drunter schreiben, ob ihr die Karte schon kennt und ob ihr, wenn möchtet, dass wir dann doch mal auf einer anderen Karte nochmal starten. Okay. Das ist ein Trockenfleisch. Okay. Könnten wir was draus lernen? Okay. Das ist auch ein Ofen, ein Wetzstein. Und Klingen mit Schärfen. Mhm. Das Radio geht nicht. Nähset, sehr gut. Damit können wir dann halt Kleidung später. That'll come in handy. Das können wir auch sehr gut gebrauchen. Das können wir dann als Zunder benutzen. So ein bisschen Zedernholz. Brennt nicht lange, aber riecht gut. Na dann. Mal gucken, Brandbeschleuniger. Okay. Ein paar Schmerzmittel. Schokoriegel. Nicht sehr viel. Jetzt weiß ich auch nicht, machen wir erstmal ein Feuer vielleicht. Was jetzt doof ist, ich kann jetzt auch kein Schnee schmelzen, ne? Warte mal. Die, if I don't warm up soon. Ja, ist ja schon gut. Okay. Pass auf, wir machen erstmal die Zeitung hier. Die wollen wir mal zerlegen. Noch 10 Stunden Tageslicht. Gut. Das heißt, wir können jetzt auf jeden Fall mal Feuer machen. Zumindest es versuchen, weil so, Zündbeutel. Hier oben sieht man jetzt die Grundfertigkeit. Hier ist wieder die Erfolgschance, die wir haben. Ne? Das Buch wollte ich jetzt aber nicht verbrennen. Zedernholz, einen Stock wollte ich jetzt mit reinwerfen. Brandbeschleuniger. Nehmen wir jetzt mal. Dann können wir das Zedernholz nehmen. Eine Stunde.
So, zum Aufwärmen erstmal reichen. Dann hat sich auch unsere Fertigkeit ein bisschen erhöht. Und wir machen uns mal ein bisschen Bohnen warm. Müssen die Dose allerdings aufschlagen, weil ich habe keinen Öffner. Und somit verlieren wir wieder ein bisschen was vom Inhalt. Ja, ich würde es jetzt gerne essen, Freunde. Schnee schmelzen. Auch nochmal einen Liter. Trinkbar. So, Wasser reinigen. Ich wollte sie essen, aber okay. Ich öffne mal ein bisschen. Just need to close my eyes. So, jetzt wird es wieder ein bisschen wärmer. Jetzt gucke ich nochmal nach dem Essen. Wieso ist das jetzt kalt? Ich möchte jetzt noch was essen. Geöffnet. Erhitzen. I'm too tired to think straight. Es kann doch sein, dass wir überhaupt keinen Hunger haben. Dass das jetzt mal ein Problem ist. Ne, er hat Hunger. Und wenn ich jetzt nichts esse, dann verhungert er mir im Schlaf. Also ist jetzt kalt. Was ich jetzt ein bisschen doof finde, aber ich weiß nicht, wie es geht, YouTube. Keine Ahnung, dann essen wir es jetzt halt kalt. Nee, wir hatten doch jetzt noch offene. Wo ist denn die jetzt? So, ich muss jetzt aber unbedingt schlafen. Den Ofen mal an. Und mal 2 Stunden hin. Können auch länger schlafen. Also in der Nacht werden wir dann wach, ne? Das ist das Doofe. Obwohl, 9 Stunden, das passt. Muss ich bestimmt hinlegen. Ah, ich bin mal gespannt, wie kalt das gleich wieder ist. Auf jeden Fall geht die Sonne ja so langsam jetzt unter. So. Flüssigkeitsmangel. So, okay, wie geht's mir jetzt? Noch hungrig. Könnten wir erstmal so einen Riegel essen zur Not. Trockenfleisch ist auch gut. Wollen wir mal die Schokolade hier erstmal. Ein paar Cracker noch. Das schien sehr gut zu schmecken. Okay. Könnte natürlich nochmal runtergehen und ein bisschen Holz sammeln. Oder schauen wir mal, wie wir noch weiterkommen. Aber jetzt im Dunkeln ist das wirklich sehr gefährlich, das Ganze. Aber wir haben auch nicht mehr viel Holz, ne? Was ist denn hier noch? Oh, eine Gewehrpatrone. Sehr gut. Den hatte ich ja schon durchgeschaut. Ja, man kann auch diese Sachen hier kurz und klein hauen, aber natürlich nur, wenn du eine Axt hast.
zu. So. Tür zu. Natürlich schon sehr gefährlich jetzt hier, ne? Ich will jetzt nochmal rausgehen, weil die Sonne gleich untergeht. Und hier siehst du nichts oder echt kaum was. Was hat der denn? Ist er verletzt? Er ist noch müde. Ja, stell dich so an. So, ich darf mal ein bisschen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass er dann hier nicht runtersäbelt. Man kommt gar nicht drum rum, man muss einfach raus, ne? Du hast keine Chance, du musst Holz sammeln, du musst Fleisch haben, du musst, ja. Gut, das Wichtigste ist erstmal Holz. Wir können natürlich jetzt hier unten nochmal gucken, ob wir hier noch was finden. Damit wir uns da nochmal hinlegen können zum Schlafen. Die hätten wir schon durchsucht, die Leiche. Ich kann jetzt auch gar nicht so weit weg, damit wir hier wissen, wo wir wieder hoch müssen. Ja, und wie es hier weitergeht, YouTube, das könnt ihr in der nächsten Folge sehen, ob wir es überleben werden. Oder ob ihr doch eine andere Karte wollt, könnt ihr gerne mal einen Kommentar posten. Es wird nicht regelmäßig kommen, das kann ich jetzt schon sagen, aber wir schauen hier öfter wieder rein und ich finde es auch nicht ein tolles Spiel und Feedback immer willkommen. YouTube, macht's gut.